Mein Name ist Josef Lentsch. Ich bin Direktor des NEOS Lab. Das NEOS Lab ist ein offenes Labor für neue Politik und die Parteiakademie von NEOS. Was wir hier machen, ist unserem gesetzlichen Auftrag entsprechend staatsbürgerliche Bildungsarbeit zu machen. Das heißt für uns, dass wir Veranstaltungen machen, Schulungen machen, dass wir Bürgerbeteiligungsprojekte machen, wo sich Bürger einbringen können und dass wir natürlich vor allem auch inhaltliche Programmarbeit machen, sprich, wo sich Bürger auch tatsächlich inhaltlich als Experten oder einfach als Interessierte engagieren können und mit uns inhaltliche politische Arbeit machen können. Also die Vision ist dieses offene Labor für neue Politik, nicht, dass Politik der Ort ist, wie Matthias Strolz schon öfters mal gesagt hat, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben wollen, dass hier gewissermaßen Formate, Prototypen entwickelt werden von Projekten, von Plattformen, von Prozessen, die wir dann in ganz Österreich ausrollen können. Das heißt, wir probieren Dinge aus, wir verstehen uns eben deswegen auch als offenes Labor, das heißt, wir experimentieren auch mit Dingen. Aus unserer Sicht ist die beste politische Bildung, selbst Politik mitzugestalten. Das heißt, dem der Bürgerin, und das aus unserer Sicht auch schon durchaus von ganz früh an, von ganz jungen Tagen an, zu vermitteln, was er sie tun kann, um sich da Gehör zu verschaffen gegenüber dem Staat. Ich glaube, wenn die Leute verstehen, was sie selbst tun können und sich nicht machtlos fühlen und sich nicht einfach ausgesetzt fühlen und man die politische Arena öffnet und da auch mit einem anderen Stil herangeht, wie das NEOS ja auch versucht, mit mehr Wertschätzung und auch mit stärkerer Inhaltsfokussierung, dann glauben wir, dass tatsächlich hier mehr Leute bereit sind, sich zu engagieren. Ich war mit 15 Schülervertreter und wir haben damals diskutiert über das Fach politische Bildung. Jetzt bin ich 38, das ist jetzt 23 Jahre her. Und es ist immer noch dieselbe Diskussion. Das ist natürlich ein Jammer und das ist natürlich ein weiteres Symptom einer Bildungspolitik, die einfach von der rot-schwarzen Koalition blockiert wird. Also wir glauben, dass wir würden das gerne weiterfassen. Also ja, natürlich braucht es mehr politische Bildung. Ich glaube, darüber herrscht Einigkeit. Wir glauben aber, dass es noch mehr braucht. Also wir glauben, dass sozusagen einfach nur ein Fach politische Bildung, und mir ist klar, wie gesagt, das wäre schon ein großer Fortschritt, dass es mit dem nicht getan ist. Wir glauben, dass wir generell eine Diskussion brauchen, wie schaut es aus mit dem Fächerkanon? Welche Fächer braucht es denn und was für Wissen braucht es denn im 21. Jahrhundert?